Ja, da sind wir wieder. Halli, hallo, hallöle. Ja, kurz die ganzen Daten abgespeichert und weiter geht's. Ich erzähle jetzt nicht nochmal, was in der letzten Folge alles passiert ist. Wer das wissen will, kann sie ja nochmal gucken. So, Medigel aufstocken brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das war voll. Dann werden wir mal ein bisschen auf der Normandie. Hey, Commander. Ashley. Ja, ich überlege gerade, das wird glaube ich ziemlich schwer, weil wer BioWare-Spiele kennt, weiß auch, dass man da ja Romanzen und sowas anfangen kann mit irgendwelchen Charakteren. Ich glaube, das wird, wenn wir den Drecksack Shepard spielen, ziemlich schwer, wenn wir das wirklich durchziehen wollen. Aber wir machen das einfach. So, Ashley. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Es wird sie beruhigen, dass sie in Ordnung sind. Ich kann mich nicht erinnern, sie rekrutiert zu haben. Captain Anderson hat meine Versetzung hierher beantragt. Er scheint von meinen Fähigkeiten gehört zu haben. Haben wir beide ein Problem, Chief? Commander, Sie haben während der gesamten Mission meine Kompetenz in Frage gestellt. Wenn Sie mehr Respekt wollen, dann beweisen Sie erst einmal Ihre Kompetenz. Ich kann mich nicht daran erinnern, Sie an Bord dieses Schiffes eingeladen zu haben. Das haben Sie auch nicht. Das war Captain Anderson, Sir. Ich muss mit Joker sprechen. Leben Sie wohl, Commander. Oh, leben Sie wohl, hört sich so endgültig an. Wir sehen uns bestimmt noch wieder. Ja, wo geht's denn hier lang? Ja, da gehen wir gleich rein. So, lass mal gucken gerade. M war die Karte, ne? Ah, wir sind hier auf einem anderen Deck der Normandie. Da geht's zu Deck 1, da geht's zu Deck 1, da waren wir ja schon mal. Das ist das Mannschaftscasino, da steht Ashley, da steht Kaidan. Von hier sind wir gerade rausgekommen. Ja, dann gehen wir doch mal erstmal zu Kaidan. Immer schön mit den Leuten quatschen in BioWare-Spielen, das dürfte jeder wissen, der schon mal ein BioWare-Spiel gespielt hat. Hallo, Kaidan. Gut zu sehen, dass Sie in Ordnung sind, Commander. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. So, wollen wir noch gucken, wie der Captain wohnt. Sehr spartanisch. Sprechen Sie mit Joker, wenn Sie soweit sind. Sagen Sie ihm, er soll die Normandy in Stock bringen. Aye, aye, Sir. So, hier gab es ja sonst nicht viel. Ah ja, Dr. Chuck, was? Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet, aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. Verschlossen? Keiner Quatsch mehr, entschieden zu viel. Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Was für Komplikationen meinen Sie? Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Nebenwirkungen. Kaidan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräne. Na dann. Was wissen Sie über Captain Anderson? Wir haben schon auf einigen Missionen zusammengearbeitet. Er weiß, wann er entspannt bleiben kann und wann er streng sein muss. Die Crew weiß, wie erfahren er ist. Die Leute vertrauen ihm und er kümmert sich persönlich um die Leute unter seinem Kommando.
Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen. Und den Aber die Menschheit ist auf das die Allianz gehört. Angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Haben Sie schon einmal an Ihrer Entscheidung gezweifelt? Manchmal überlege ich, eine private Praxis auf der Erde aufzumachen oder eine Stelle in einem neuen Medicenter auf den Kolonien anzunehmen. Aber die Arbeit mit Soldaten ist etwas Besonderes. Wenn ich die Allianz jetzt verlassen würde, käme ich mir vor wie eine Deserteurin. Du kämst dir nicht nur so vor, du wärst eine Deserteurin. Haben wir. Zurück. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Mach's gut. So, hier haben wir die Fächer unserer Crewmitglieder. Momentan habe ich, glaube ich, nur Zugriff auf meins. So. Hä? Oh, da sind noch irgendwelche Gegenstände drin. Nehmen wir. So, ich habe aber jetzt keinen Bock, mich auszurüsten. Das machen wir vor der nächsten Mission. Ich stelle mich mal dazu, ne? Stört euch das? Ja, anscheinend. Na gut, dann werden wir jetzt einmal nach oben fahren. Ne, nicht noch. Ach ne, wir fahren erstmal hier Fahrstuhl. Achso. So, wo sind wir denn hier? Wir sind im Maschinenraum gelandet. Da haben wir den Ausrüstungsoffizier, da gehen wir gleich mal hin. Und hier haben wir die... hier sind die Squatch-Binde, genau. Ja, ist klar. Und die Technik. Einen wunderschönen guten Tag. Hey, Commander, brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods, keine Standard-Allianz-Ware. Aber das muss kein Nachteil sein. Aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Warum sollte ich für meine Waffen und Rüstungen zahlen? Meine Waren stammen nicht aus dem Allianz-Arsenal. Ich muss sie selbst kaufen. Und sie sind nicht billig. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Was für Lizenzen? Wozu brauchen Sie die? Die Hersteller vergeben Lizenzen. Mit jeder Lizenz kann ich bestimmte Produkte kaufen und verkaufen. Ich habe ein paar Lizenzen für einfache Produkte, aber wenn Sie andere Produkte wollen, müssen Sie andere Lizenzen kaufen. Viele der besten Lizenzen sind schwer zu bekommen, aber sie rentieren sich immer, wenn man sie bekommt. Was haben die anderen Hersteller im Angebot? Es gibt so viele davon, dass ich sie nicht alle kenne, aber jede Lizenz spezifiziert das betreffende Produkt. Wie häufig bekommen Sie neue Produkte rein? Das hängt davon ab, wie viele Lizenzen Sie erworben haben. Aber ich habe eigentlich immer ein paar neue Produkte im Angebot. Und in jedem größeren Raumhafen kaufe, verkaufe und tausche ich möglichst viele Waren. Kommen Sie mal wieder vorbei. Ich muss meine Waren möglichst schnell verkaufen. Deshalb habe ich hier immer nur die einfachsten Produkte durchgehend auf Lager. Alles klar. Also wir haben den hauseigenen Schwarzmarkt bei uns an Bord. Und wir müssen Lizenzen besorgen, um das Angebot zu erweitern. Soweit habe ich das verstanden. Gucken wir uns das jetzt an. Ja, lass mal kurz gucken. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Was haben wir hier? Wir haben eine schwere Rüstung, Sturmgewehre, einzigartiger Gegenstand, Granaten-Upgrade oder Medigel-Upgrade. Lass mal gucken. Erhöht die maximale Anzahl von Medigel-Einheiten. Mein Gott, Heuwägelchen. Erhöht die maximale Anzahl von Medigel-Einheiten um 1. So, ging doch. 200, das kaufen wir. So, Anzahl ausrüstbarer Granaten um 1 erhöhen. Kaufen wir auch. Alles andere lassen wir mal. Ich glaube, ich habe hier damals nie was gekauft, weil die Sachen, die du findest, reichen normalerweise mehr als aus. Meine Meinung. Jeder wie er mag.
das war der Ausrüstungsoffizier. Achso, hier hinten war nur die Spinde, wo wir unsere Crew ausstatten können, aber das können wir auch von der nächsten Mission machen. Lass uns noch mal ganz kurz in den Maschinenraum laufen. So. Das ist das Herzstück der Normandy. Der Element Zero-Kern. Den untersuchen wir mal kurz. Und kriegen 10 Erfahrungspunkte und einen Codex-Eintrag. Wie gesagt, wer Codex-Einträge hören oder lesen möchte, Amras LP empfehle ich. Passt schon. Das mit Jenkins tut mir leid, Commander. Ach, Jenkins. Selbst schuld. Sonst gibt's hier nichts. Dann gehen wir wieder zurück. So, Knöpfchen drücken. Also ich muss sagen, die Synchronstimme von Shepard im zweiten und dritten Teil gefällt mir auf jeden Fall besser als die im ersten Teil. Aber wer gut Englisch versteht und das Spiel auf wer gut Englisch versteht, dem würde ich auch empfehlen, das Spiel auf Englisch zu spielen. Die deutsche Synchro geht, ist jetzt nicht die schlechteste, die ich jemals gehört habe, aber die englische ist auf jeden Fall besser. Wir spielen es auf Deutsch, weil, ja, ich habe auch einen deutschen YouTube-Channel. So, hier hoch. Rauf, 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 immer schön die Treppe rauf. Ich weiß, den Spruch mache ich eigentlich bei jeder Treppe. Egal. Hier ist der Navigator Presley wieder. Der kleine Lästerer. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Ja, das hat mich auch total getroffen. Karte der Galaxis. Ah, da kommen wir später zu. Hier ist das Überlichtgeschwindigkeitskommunikationsgerät. Da können wir nicht viel anfangen, außer ich glaube ein paar Erfahrungspunkte abkrabbeln. Jo. Dann wollen wir mal zum guten alten Joker. Halt, da war da was. Das NAV-Handbuch 1.4.1. Und auch da wieder einfach nur Erfahrungspunkte. Danke. Okay. Joker, alte Presswurst, wie geht's? Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Dann mach mal. Der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Ja,
ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat, aber nicht vorher. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Ich werde nicht einfach stillhalten, nur weil der Rat sich weigert, etwas zu unternehmen. Wenn Sie Saren nicht aufhalten, werde ich es tun. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadellturm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man sie durchlässt. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Ja, die Citadel. Oh, wir haben Abtronic-Punkte bekommen. Ich habe jetzt gar nicht so schnell aufgepasst, wie viele es waren. Okay. Alles klar. Wo war ich? Ah ja, die Citadel. So, das ist so eine Art, ja, Zusammenkunft aller intergalaktischen zivilisierten Völker, die diesen Sektor bewohnen. Hier findet sich jede Menge... Ja, hier finden sich jede Menge Aliens der unterschiedlichsten Rassen und das Ding ist auch der Sitz des Intergalaktischen Rates. Ja, und alle möglichen Botschafter der, ja, zivilisierten Alienrassen und auch der Menschheit. So, Ashley, was hast du denn zu der ganzen Sache? Dieser Ort ist ein wenig zu perfekt, als ob sie was verbergen. Und Kaidan, ich will deine Meinung eigentlich gar nicht hören, aber... der Vollständigkeit halber. Ganz schön riesig. Oh, danke für diesen überaus geistreichen Beitrag. Aber recht hat er. Ich glaube, dieser Himmel, der ist einfach nur ein Hologramm oder sowas. Weil wir sind ja hier im All. Gut, dann lass uns mal gucken. Ich muss direkt dazu sagen, hier auf der Citadel wird es eine Menge Laufarbeit geben. Und eine Menge Gespräche. Aber ich habe wirklich vor, so gut wie jede Quest hier oben zu erledigen. Allein schon wegen der Erfahrung. Also nicht wundern. Eine Computerkonsole, leichte Dechiffrierung. Jetzt geht's schon wieder los. Ja, manuell. Yeah. Bericht der Allianzpatrouille. Captain Hendrickson hat von einigen ungewöhnlichen Energiesignalen während der Patrouille durch das Argos-Roh-Cluster berichtet. Sie äußerte insbesondere Bedenken bezüglich des Hydra-Systems, wurde aber von dort abgezogen, bevor ihr Team weitere Nachforschungen anstellen konnte. Für diesen Sektor sind keine Patrouillen geplant. Ob wir ein Aufklärungssystem dahin entsenden sollten? Heißt das wirklich Aufklärungssystem oder meinen die Aufklärungsteam? Naja, somit haben wir auf jeden Fall unsere erste Nebenaufgabe, glaube ich. Wir gehen mal kurz L. War das nicht L? L. Okay, dann gehen wir kurz Escape und ins Tagebuch. Geht ja auch. Ja, hier unsere Hauptmission. Na, haben wir ja schon angesprochen. Den Sender haben wir gefunden. Saren Schuld beweisen. Das ist die Hauptaufgabe. Und hier haben wir jetzt... Hallo? Achso. Und hier haben wir jetzt die ungewöhnlichen Signale. Begeben Sie sich in das Hydra-System des Argos-Roh-Clusters und starten Sie eine Untersuchung. Machen wir bestimmt auch irgendwann.
Auf jeden Fall sammeln wir erstmal jetzt alles ein. Lalalala. Da geht's da. Wir gehen erstmal dahin. Was sagt eigentlich die Uhr? 22 Minuten schon wieder? Okay, passt. Ich verstehe, was Sie sagen, aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht einfach... Das ist eine ernste Sache. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich habe vertraulich und unter vier Augen mit der Konsortin gesprochen. Und sie hat dieses Vertrauen missbraucht. Kein Problem. Ich werde mich darum kümmern. Und Sie verhalten sich in der Zwischenzeit am besten ganz ruhig. Na, um was geht es denn da? Wir sind einfach mal menschlich und mischen uns ein. Ja, Benjamin Blümchen. Was geht? Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Wer ist diese Asari-Konsortin? Erstaunt nachfragend. Sie kennen sie nicht. Sie müssen neu auf Citadel sein. Alle hier kennen Shaira, die Konsortin, betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Ja, da wir ja die ganzen Codex-Einträge nicht lesen, erkläre ich das kurz. Das sind irgendwelche komischen Viecher, ich habe den Namen jetzt der Rasse nicht ganz verstanden, die, keine Mimik oder sowas ausdrücken können, deswegen quatschen die halt immer so blöd. Wie zum Beispiel, total doof anguckend. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Oder, blöd angrinsend, ich habe deine Brieftasche geklaut. Damit verleihen die halt, der ganzen Sache noch irgendwie ihre Mimik durch Sprache. Ja, so viel dazu. Ziemlich langweilige Viecher. Das ist der Botschafter. Reden wir mal mit dem. Vielleicht will der mehr reden. Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Mein Name ist Botschafter Kalen. Zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Warum leiten Sie immer ein, was Sie sagen werden? Mein Volk pflegt sich weniger durch Worte, als vielmehr durch Geruchssinn und leichte Bewegungen zu verständigen, offen sprechend. Wir stellen fest, dass gesprochene Sprache allein nicht ausreicht, unsere Gefühle im Rahmen von Konversationen mit anderen Völkern zum Ausdruck zu bringen. Wozu diese Mühe, Kalen? Den Leuten vom Erdenclan ist die Lebensweise anderer Völker doch vollkommen egal. Bedauernd. Dies kann nicht Ihre aufrichtige Meinung sein, Din. Sollte ich mich täuschen, empfinde ich tiefes Mitleid mit Ihnen. Ja, schön, dass ich das gerade versucht habe zu erklären, wenn er es jetzt auch erklärt, aber egal, weiter geht's. Erzählen Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen. Erzählen Sie mir mehr von der Geschichte und Herkunft der Elkor. Die Elkor hatten soeben damit begonnen, die Galaxie im Bereich des Citadel-Sektors zu entdecken, als wir auf Asari trafen. Mit ihrer Hilfe fanden wir das unserem System nächstgelegene Relais und somit die Citadel. Stolz gesprochen, innerhalb nur einer Generation vermochten wir, eine reguläre Route zur Citadel zu etablieren und eines der umtriebigsten Völker auf dieser wundervollen Station zu werden. Ich möchte gerne etwas mehr über die Elkor-Kultur erfahren. Ehrlich gesprochen, wir Elkor bevorzugen die Sicherheit und Geborgenheit unserer Kolonien vor den Unwägbarkeiten des Alls. Unsere Gesellschaft besteht aus kleinen, eng verbandelten Gruppen, wobei wir Gäste immer gern willkommen heißen. Unsere Regierung beweist hohe Kontinuität. Unser Volk schätzt keine plötzlichen Veränderungen,
Was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? In Bescheidenheit. Ich trage die Probleme und Wünsche der Elkor-Bevölkerung dem Rate vor. Ach was! Sie geben uns nur diese Positionen, damit wir stillhalten. Dem Rat sind unsere Völker doch ganz egal. Tadelnder Widerspruch. Ihr Tonfall ist unentschuldbar, denn diesen Menschen trifft keine Schuld für ihren Unmut oder ihre haltlosen, hysterischen Verdächtigungen. Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Menschen-Commander. Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadelle. Mann, oh, ich hoffe, das kann nicht gemein sein zu dem. Okay, also das sind die Elkor, ne? Haben wir erklärt. Das hier sind, ja, hier die Maulwürfe aus der Sendung mit der Maus. Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Was ist das für ein Hort? Sie befinden sich in der Botschaft der Völker Volos und Elkor. Ihren Botschafter finden Sie nebenan in seinem eigenen Büro. In diesem Gemeinschaftsraum unterstütze ich die Volos-Bürger, wenn ich nicht davon abgehalten werde. Ich würde gern mehr über die Volos erfahren. Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenclan-Mensch. Sie irren. Ich würde tatsächlich gerne etwas über Ihre Geschichte erfahren. Mein Volk kam zur Zitadellstation kurz nachdem die Asari und die Salarianer sie entdeckt hatten. Wir waren an der Etablierung der standardisierten galaktischen Ökonomie beteiligt. Doch trotz unserer langen Verbindung zur Zitadelle und unseres Beitrags zur galaktischen Gesellschaft haben wir immer noch keinen Sitz im Rat. Erzählen Sie mir bitte von der Kultur der Volos. Wir sind ein Stammesvolk, aber nicht gewalttätig. Wir kaufen und verkaufen unsere Länder und Stammesmitglieder und mehren so unseren Reichtum. Größere Stämme übernehmen häufig kleinere, um sich dann später wieder aufzuspalten. Unsere Gesellschaft ist sehr flexibel und unsere Regierung befindet sich im ständigen Umbau. Da wir nicht über große physische Stärke verfügen, bieten wir unsere Dienste im Austausch für Schutz an. Wen wollt ihr denn beschützen? Was genau machen Sie hier? Ich versuche, die Interessen der Volos zu vertreten. Keine einfache Aufgabe, da der Rat es meistens vorzieht, uns zu übersehen. Tadelnd, zurechtweisend. Der Rat hat eine hohe Meinung von Ihrem Volk. Sie sind ja so naiv. Der Erdenclan wird schon lange einen Sitz im Rat haben, bevor wir diese Ehre erfahren werden. Warum haben die Elkor und Volos keinen Sitz im Rat? Alle Völker müssen sich als geeignet beweisen, bevor sie einen Sitz im Rat bekommen. Aber das gilt natürlich nicht für den Erdenclan. Ablehnung zeigend. Ignorieren Sie den Volos-Botschafter einfach, Commander. Seine Ansichten entsprechen nicht der Wahrheit. Wirklich? Wie lange warten wir denn schon? Und wie lange sollen wir wohl noch warten? Es ist widerlich. Und es hat sowieso keinen Zweck, mit Menschen zu sprechen. Sie wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Dean. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadelle. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd, zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volos-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadelle sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Erdling. Ja, was haben wir denn jetzt gelernt bei der ganzen Gequatsche hier? Also, hier diese Benjamin Blümchens, die Elkor, ne? Die sind ja ziemlich naiv und bräge, aber eigentlich recht freundlich. Und hier, hier die Maulwürfe aus der Sendung mit der Maus. Ich weiß nicht, ziemlich genervte kleine, ja, Wichtel. So, eine halbe Stunde ist rum. Ich werde einen ganz kurzen Cut machen, wie eben auch schon. Und wir sehen uns gleich wieder, nachdem ich gespeichert habe. Juhu, ich habe wieder dran gedacht.
Ich freue mich. So, supi. Alles klar, bis gleich.